Ja, hier wieder beim Koali und bei The Secret World. Und wir müssen hier jetzt Zombies mit Molotow-Cocktails bewerfen. Machen wir doch mal. Normalerweise mache ich das auch. Hier stehen gerade Becher rum. Dann machen wir das doch hier mal gerade. Erstmal anvisieren und dann. Puh! Zombie 2, Zombie 3, Zombie 4. Dann gehen wir wieder nach hier vorne, weil das war eigentlich ein ziemlich guter Spot hier, weil hier ziemlich viele Zombies immer nah beieinander sind. So, hier den anvisieren und fupp. Nochmal drei Zombies weniger. Kein Problem. Nochmal wusch. Sterbt. Zack. Noch 9. Hier hat wieder irgendjemand was liegen lassen. Das könnten wir sogar gewesen sein. Können wir auch gar nicht anklicken. Also sonst wir bestimmt nicht. So, und Wurf. Das hat doch keinen Wert, Leute. So. Anvisieren. Und tot. Und du kriegst auch noch einen. Hier kriegt auch einen. Und dann müsste es das gewesen sein. Keine Chance, die Zombies. Nicht gegen die Eukalypta. So. Aber der Moses hat noch selbst hergestelltes Napalm für uns. Okay, Napalm in die Kanalisation auf dem oberen Ende von Lovecraft Angel oder Main Street kippen. Okay. Map. Main Street, Angel. Wir machen das bei Lovecraft zusammen. Nächsten dran. Lauf. Schade, dass wir die Molotov-Cocktails nicht behalten dürften. Die waren ziemlich cool. Hier in den Kanaldeckel kippen. No problemo. Boom. Kommen die ganzen Zombies aus der Kanalisation. Geht sterben. Kapuzenpulli, aber Hotpants an. Okay. Gestörtes Wärmeempfinden bei manchen Spielerinnen hier. So, wir gehen zurück zum Moses. Was war das denn? Ja, ein Matrix-Move gemacht. So. USBV mitnehmen. USBV an einem verlassenen Roller befestigen. Okay. Ich glaube, hier vorne auf der Straße war einer. Hier. Ja. Hat irgendjemand was fallen lassen? Kann ich das mitnehmen? Schade. Ich weiß noch nicht, manche Sachen kann man mitnehmen, manche nicht. Ich weiß noch nicht genau, woran sich das bemisst. Boom. Ja. Jetzt ja nicht so geil. Zombies gebraten. So. Und dann nehmen wir noch was aus der Kiste mit. Schon wieder. So, und was müssen wir jetzt machen? Die Kanalisation betreten. Leben Sie wohl. Okay.
Heilen, heilen, heilen. So. Ich werde auch geheilt, ich muss gar nicht geheilt werden. Ob man auch immer heilend durch die Gegend laufen. Jo, so. Moses Arsenal an einer trockenen Stelle ablegen. Okay, hier ist eine trockene Stelle. So, einige Sprengkörper aus dem Arsenal nehmen. Okay. USB-Stick. Ort für den USB-Stick. So, Minen platzieren. Ja, gerne. Eine Mine. Noch eine Mine. Nein. Noch eine Mine. 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 Noch eine. Noch eine. So. Kreaturen der Kreation mit Sprengkörpern von Moses töten. Okay. Molotov Cocktail. Ja, komm, Molotov tot. Kommt da noch was? Das war ja semi beeindruckend. Oh, jetzt kommen die Großen. Brains. Ah. Noch einen, komm, schmeiß noch einen. Komm, noch einen. Komm, noch einen. Von Kingsmith scheint Morning Light gar nicht zu mögen, sonst wäre das hier unten nicht hier unten gelandet. Die Broschüre studieren. Besuchen Sie uns im Angel Street Park, Langmore Trail. Was macht uns zumindest Spiritualität? Das ist Morning Light. Umarmen Sie das Licht! Ja, das ist ein Insekt. Scheint zumindest so. Bericht können wir noch senden. Wir begrüßen abwechslungsreiche Methoden. Die Drachen können Ihnen keine große Anzahl von Streitern zusagen. Nur das Schicksal entscheidet, wie viele wir sind. Aber wie Sie selbst gezeigt haben, werden Zahlen bedeutungslos, wenn man entsprechend vorbereitet ist. Ihre Daten ermöglichen uns, Stärken und Schwächen unserer Feinde zu analysieren. Dann sind wir vorbereitet. Für den Moment sind wir jedenfalls sehr zufrieden mit den Ergebnissen Ihrer Beschuss-auf-Distanz-Taktik. Ja, naja, passt doch. Das größte Geschenk ist ein Feind, der auf dich zustürmt, nur um sich dann hinzulegen und dir die Füße zu küssen. Ja, in der Tat, in der Tat. Zurück nach Kingsmith. So. Hier unser Zeitbeschleuniger ist jetzt abgelaufen anscheinend. Naja.
Meckt ja nix, ne? Zum Morning Light Lager. Ach so, wegen der Quest, die wir jetzt gerade gekriegt haben. Das ist aber ziemlich weit weg. Oh, gucken wir mal. Ein bisschen Zombies töten auf dem Weg. Wirklich jetzt wesentlich weniger Erfahrungspunkte dafür. Schade. Dieses Zeug soll ich eigentlich immer den Zombies mal einsetzen. Ne? Warum nicht? So, ab zum Morning Light Lager. Aber nicht auf Zombies verzichten. Ach so, weit ist schon gar nicht weglaufen. Dieses Verschwendung. Zack. Zack, zack. Den für eine Hexenprozessopfer. Du hast halb so viel Leben wie ich, das müsste also sein. Läuft. Ding, 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 ding. Kann ich hier das Ding nochmal anschmeißen? Hier ist nochmal so ein Oberäumel. Komm. Ah, der bringt gerade Zombies mit. Fuck you! Hier raus! Schuss. Heilungsschuss. Oh, fuck you. Das war knapp. Okay. Da habe ich mich einmal verklickt und dann war es fast vorbei. Ah, geht. Dann umgehen die jetzt mal. Okay, können wir nicht umgehen. Ist hier noch irgendwas? Nee. Dann bräuchten irgendwas, was hier im Boden festnagelt, das wäre geil. Schießen. Jetzt. Ah, der bleibt auch da stehen. Jetzt wird der gerade hochheilen. Zum nächsten. Da ist noch einer. Gehen, hoffe ich. Da ist wieder einer, der im Weg steht. Na, jetzt kommen wir langsam an unsere Grenzen. Mit so einer Taktik. Das sind schon ordentlich viele. Wenn die irgendwie auf einmal, nur auf einmal triggern, dann war es das mal. Ne?
gesehen, dass es fast vorbei war jetzt. Den Typen? Nee, den komm, den lassen wir. Zur Morning Light Lager rüber. Hier ist es wieder einer. Bleibt halt mindestens stehen, lässt sich beschießen, kaum Schaden mit seiner komischen Attacke. Und solange der alleine bleibt, ist mir das völlig egal. Also hier vorne ist das Morning Light Lager. Scheint. Jetzt auch ein Wissen. Hippie Lager! Okay. Wissen. Morning Light Informationszettel. Ja, ich werde das Licht umarmen. Waterberry. 16 Lovecraft Lane. Keine E-Mail-Adresse. Trainingskursteilnehmer vielleicht. Wären Sie bereit, in einer Kommune mitzuarbeiten? Sicher okay, ich hasse meinen Job. Ich habe Kinder und das ist hart. Sie sind Menschen, über die ich nichts weiß. Alle sind nur noch Freunde. Ich will die Leute kennen. Ich will lieben und glücklich sein. Ich habe ihre Broschüre gelesen und deshalb bin ich interessiert. Waterberry. Morning Light ist eine moderne spirituelle Bewegung. Sie nehmen Elemente östlicher und westlicher Religionen und vermischen sie zu einem Brei, der praktisch klingt und vermarktbar ist. Sie predigen Veränderung und Stärkung, aber in ihren Rängen wimmelt es von spirituellen Feiglingen und Schafen. Wir raten ihnen davon ab, sich dort anzumelden. Erleuchtung gewinnt man nicht durch eine DVD. Natürlich ist ihre steigende Popularität ein Zeichen der Zeit, genau wie ihre Präsenz in Kingsmith. In finsterer Dunkelheit sind den Menschen einfache Antworten immer lieber als der kalte Stich des Chaos. Hier sind die Hippies. Che Garcia Hansen. Fließt bergab. Ein Kurier muss ein wichtiges Paket schleunigst ausliefern, aber außerhalb der Sicherheit des Lagers lauern zahlreiche Gefahren. Bring das hier zum Treffpunkt und komm schnell wieder zurück. Halt nicht an roten Ampeln, halt nicht zum Rauchen, halt nicht zum Pissen. Comprende, amigo? Halt, halt! Was zum Teufel? Halt! Das sieht aus wie Harry Potter. Wollt ihr hin? Hör zu! Bau keinen Scheiß! Pass auf! Denk dran! Wenn du diesen Kreis verlässt, musst du verdammt aufpassen! Du hast jede Menge von diesen Dingern im Kreuz und kein Voodoo, das dich schützt! Aber du wolltest es ja so, stimmt's? Morning Light ist nicht bloß sauberes Leben, Flugblätter in der U-Bahn verteilen und Miss Dreadlocks aus der Orientierungswoche flachlegen! Wir sind die Vorboten der Veränderung, Junge! Die Propheten der Mutation! Die Jünger des Untergangs! Aber nichts passiert, wenn wir nicht unseren Hintern bewegen. Rom wurde zwar nicht an einem Tag erbaut, aber bestimmt auch nicht von Schnarchnasen, die bloß auf ihren faulen Ärschen rumliegen und sich Gras reinpfeifen. Zieh's einfach durch. Wen nervt mich rund um die Uhr, Mann? So läuft es nun mal. Immer nach unten treten. Der Boss hat klar gesagt, die Sache ist wichtig und muss erledigt werden. Jetzt! Nicht später. Nicht, wenn dir danach ist. Aber tut's mit, mein Freund. Geblende? Jeder muss volle Kanne mitziehen, Junge. Denn sonst ist er nur eine Last. Mhm. Okay. Folgen wir mal dem Kurier. What the f-
Bist du okay, Harry? Verdammte Scheiße! Was war das für ein Scheißding? Meine Güte, ich zittere wie verdammtes Espenlaub. Ja. Kennen wir ja nicht anders von Harry Potter. Das Paket! Das Drecksmonster ist... Na, Blutspuren überall. Wo ist dieses Vieh? Da hinten lockt es. Schmeißen wir hier unseren Streifschussbuff an. Und auf geht's. Es ist nicht zu weit weg, aber jetzt. Immer noch nicht. Jetzt aber. Jo, feiges Vieh. So. Läuft. Das Paket benutzen. Und zum Kurier zurückbringen. Gerade ein bisschen Tonprobleme. Ich hoffe nicht, dass das in der Aufnahme auch ist. Mal eben andere Kopfhörer reintun. Jo. Na, hier ist der Ton wieder normal, scheint da so ein Kopfhörer zu liegen. So, das Paket zum Kurier zurückbringen. Das war Wahnsinn. Meine Güte, ich dachte schon, ich wäre geliefert. Würden Sie wohl eine Lieferung übernehmen? Das Monster hat mein Bein ziemlich zugerichtet. Ich kann kaum noch laufen. Es ist nicht weit. Gleich da drüben in dem Tunnel. Da gibt es einen Übergabeort, eine Spalte in der Wand. Ja, ja. Pakete reinlegen. Da war ich schon. Morning Light ist nicht respektabel, nur das Ausmaß ist uns noch unklar. Sie sind jedenfalls nicht in Kingsmith, um verlorene Seelen zu retten. Gehen Sie bei Ihrer Infiltration weiterhin vorsichtig vor. Sie sind eine klassische fehlgeleitete Top-Down-Organisation. Die Schafe sind hirnlos, sie verteilen Flugblätter und tragen Plakate aus. Auf den Anführer Philip Marquardt haben wir derzeit keinen Zugriff. Aber alles an ihm ist auf Perfektion ausgerichtet. Perfekte Familie, perfekter Hund, perfekte Zähne. Am anderen Ende der Skala steht Che Garcia Hansen. Tote Familie, dämlicher Hund, faulige Zähne. Wir sind an dem Bindeglied dieser Gegensätze interessiert. Die Person, die B genannt wird. Ja. Das wäre in der Tat etwas, was nicht uninteressant ist. Was haben wir hier? Nichts Tolles. Auch nichts Tolles. Das können wir hier zum Material machen. Heilt Schaden. Und das waren die Verbraucherdinger. Okay. Und ohne Ende Waffen, die wir nicht benutzen können. Okay, so. Ich würde sagen, das war's für heute. In diesem düsteren Tunnel verabschiede ich mich von euch. Danke, dass ihr zugesehen habt. Have fun, euer Koali. Tschüss, bis zum nächsten Mal.